In diesem Video erfährst du, wie du deine Kalender auf Hochzeit.Management hinzufügen kannst, beziehungsweise auch den Kalender von Hochzeit.Management integrieren kannst auf deine mobilen Geräten, auf deinen Laptop, sodass du alle Kalender überall synchron hast. Der erste Punkt ist, du kannst hier über das Plus deine Kalender hinzufügen. Ja, klickst du einfach mal auf das Plus und dann hast du hier ein paar Felder. Du kannst hier einen Namen vergeben, ich nenne das jetzt einfach mal Test Kalender und dann musst du hier deine iCall-URL hinterlegen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bekommst du diese Kalender-URL? Bei meinem Apple-Kalender ist es so, ich habe hier auf der linken Seite verschiedene Kalender und da klicke ich einfach auf rechts und sage Kalender teilen. Und dann mache ich das zu einem öffentlichen Kalender und bekomme dann hier eine ganz lange URL. Und ja, du musst, damit du den Kalender bei Hochzeit.Management einbinden kannst, musst du das mit einem öffentlichen Kalender machen. Das funktioniert nicht, wenn das Ganze privat ist. Aber diese lange, lange URL kann sowieso keiner erraten. Und diese URL fügst du dann hier ein. Ja, wie gesagt, die ist ja extrem lang. Und Achtung, hier vorne steht Webcall. Hier musst du noch HTTPS statt dem Webcall angeben. Und dann hast du hier noch zwei Möglichkeiten. Du kannst sagen, ja, du möchtest diesen Kalender zur Konflikterkennung verwenden oder eben nicht. Was bedeutet das? Wenn du in diesem Kalender einen Termin drinnen hast, zum Beispiel hier am Dienstag, um 9 Uhr Shooting und es kommt über Hochzeit.Management eine neue Anfrage zu genau diesem Termin, soll dann bei der Anfrage stehen, hey, du kannst den Termin nicht annehmen, weil du hast hier ein Shooting? Ja, das wäre eben diese Möglichkeit. Oder wenn du sagst, nee, mir ist es völlig egal, was ich in dem Kalender drinnen stehen habe, ich will dann nicht erinnert werden, dann ist es keine Konflikterkennung. Also ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, die Konflikterkennung vorerst mal einzuschalten. Und dann kannst du hier noch eine Farbe definieren, wie der Kalender im Kalender eben angezeigt werden soll und fertig. So, klickst du einfach mal auf Speichern, Daten wurden gespeichert. Auch hier kannst du die Einstellungen testen und du erhältst eine Meldung, hier ein X, also hier ein Pfeil, ein Haken, ja, dieser Kalender ist erreichbar. Solltest du hier irgendwie einen Fehler haben, dann ist hier ein X und du siehst, nee, funktioniert nicht. Wenn du jetzt andere Kalender verwendest, nicht eben Apple-Kalender, sondern vielleicht Google Mail-Kalender oder Google-Kalender und so weiter, dann funktioniert das auf eine sehr ähnliche Weise. Auch hier einfach den Kalender veröffentlichen und dann hier einfügen. Solltest du da Probleme haben, schick uns gerne hier eine Nachricht, dann schicken wir dir ein weiteres Video zu, beziehungsweise auf unserem YouTube-Kanal findest du auch ein Video, wie das dann mit Google Kalender funktioniert, mit Microsoft Kalender und. Und dann haben wir noch hier diesen Kalender. Du bekommst von Hochzeit.Management einen Kalender zur Verfügung gestellt und den kannst du in dein iPhone, in dein Android-Phone, in dein Laptop, Tablet, was auch immer integrieren, damit du auch siehst, hey, da hat jemand ein Shooting gebucht, da ist eine Hochzeit und so weiter. Alle Aufträge, die über Hochzeit.Management eben abgefertigt werden, die da gebucht werden, da hinzugefügt werden, alle Termine und Aufträge landen in diesem Kalender. Und genau diesen Kalender kannst du eben hinzufügen. Einfach mal kopieren und dann den Kalender öffnen. Bei mir ist es zum Beispiel Apple Kalender. Ich gehe dann auf neues Kalenderabonnement, füge hier einen neuen Kalender hinzu und hier gebe ich dann eben diese neue Kalender-URL ein, die wir da gerade bekommen haben. Das wird bei dir hier ein bisschen anders ausschauen. app.hochzeit.management. Bei mir ist es jetzt gerade die Testumgebung, deswegen schaut sie anders aus. Und dann klickst du einfach auf Abonnieren. Kannst dann noch ein paar weitere Einstellungen machen, welche Farbe, ob du Hinweise bekommen möchtest und so weiter. Ich klicke einfach jetzt mal auf OK. Und dann werden diese Kalender hier importiert. Und du siehst schon, das ist zum Beispiel ein Termin aus Hochzeit.Management, Besprechung im Studio. Den habe ich vorhin angelegt
und alle Termine, die du bei Hochzeit.Management hinterlegst, alle Aufträge, alle Buchungen, landen dann automatisch eben hier in diesem Kalender. Und auch wenn du morgen einen neuen Termin hinzufügst, auch dann wird es automatisch synchronisiert. Du musst halt ein neues Kalenderabonnement hinzufügen, so heißt es bei Apple. Wie gesagt, wie das bei Google und Co. funktioniert, werde ich dir in einem anderen Video zeigen. Das findest du auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal. Aber ansonsten, ja, sollte das hier ganz einfach hinzugefügt werden können. Das war's. Du kannst hier deine Kalender hinzufügen, deine privaten, beruflichen Kalender, damit du hier eine Konflikterkennung hast. Und du kannst den Kalender von Hochzeit.Management eben in deine Geräte hinzufügen, sodass du dann alle Termine, auch wenn du jetzt nicht am PC sitzt, sofort ersichtlich hast, hey, habe ich da eine Hochzeit oder nicht. Noch einen Nachtrag zum Kalender, und zwar die Kalender, die du dir hinzugefügt hast, hier zum Beispiel der private Kalender, der ist nur lesend verfügbar. Das heißt, du siehst alle Termine, aber du kannst die Termine nicht bearbeiten, nicht verschieben, nicht verändern, denn das wäre eine große Fehlerquelle. Wenn man das kurz unabsichtlich irgendwie verschiebt, dann wäre das natürlich auf deinem Handy auch verschoben und dementsprechend kannst du hier nur den Kalender von Hochzeit.Management verändern. Aber alle Termine, die du über das System, über Hochzeit.Management anlegst oder alle Buchungen, alle Anfragen landen im Kalender von Hochzeit.Management. Die privaten Termine oder die weiteren Termine, die du hinzugefügt hast von deinen Kalendern, die siehst du zwar hier, kannst aber nicht bearbeiten. Das ist absichtlich so, das ist kein Fehler, sondern das soll einfach die Fehler soll einfach Fehler vermeiden. Genau. Wenn du da weitere Fragen hast, schick uns gerne eine E-Mail an support@hochzeit.management oder eben hier direkt über dieses Symbol und dann können wir deine Fragen aufnehmen und auch hier im Video ergänzen.